Willkommen zum Filmabend bei den Spielkindern. Wir sind durch mit Metal Gear Solid 4, aber Fabian hat sich wieder zu mir begeben an einem anderen Tag, weil wir uns noch die ganzen Filme zum Ende angucken wollen. Fabian. Richtig, und das wird heute den ganzen Tag gehen. Ich denke auch, ja. Also wir haben uns jetzt den kompletten Nachmittag und Abend freigehalten. Wir drücken jetzt gleich auf Es geht los und dann kommt die ganze Epilog in Abspannszenen, Nachabspannszenen. Es kann Weilchen dauern. Wir werden versuchen, jetzt nicht in alles reinzuquatschen, was da passiert, aber wir werden uns wohl kaum anderthalb Stunden oder ich weiß nicht, wie lange es geht, zurückhalten können mit Reden während der Zwischensequenzen, weil es ist ein langer Film nur noch ist. Genau. Das heißt... Und ihr wollt ja schließlich auch unsere Kommentare dabei haben und nicht einfach nur... Sonst könnt ihr auch auf Walkthrough Metal Gear Solid 4 gehen, no commentary, dann habt ihr das. Ja. Gibt es bei uns nicht, bei uns wird gelabert. So, und jetzt... Viel macht da nicht verpasst, jetzt ist nur noch Naked Sun Epilog gab es da. Genau. Und dann starten wir da ein. Wir mussten einfach noch ein bisschen Soundprobleme lösen, weil... Den Epilog ohne Ton ist ein bisschen doof. Das ist ärgerlich bei einem reinen Film. Genau, wir werden jetzt eine Menge noch erfahren. Ist jetzt eine Woche Pause gewesen seit dem Finalkampf. Da haben wir Liquid auf dem U-Boot oben drauf verprügelt. Und zwei alte Herren, die sich breit geschlagen haben. Viel mehr ist da nicht passiert und jetzt erfahren wir, wie es ausgegangen ist. Also ob wir es überlebt haben, der liebe Snake, und wer da noch alles jetzt rumkreucht und wie sich die Geschichte aufdröselt. Mal schauen, nachdem wir die KI da zerstört haben und alle KIs zerstört haben. Keine Kontrolle mehr, die Welt versinkt in Anarchie. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und wer ist eigentlich unsere Mutter? Wer ist? Das wissen wir doch längst. So, auf geht's. Film ab. Schnappt euch euer Popcorn, Leute, weil es kann ein bisschen dauern. Wir haben hier Kekse. Oh, guck mal, da wird geheiratet. Congratulations. Papa. Der alte Lustmolch. Ich knall gerade Naomi. Das ist nicht Naomi, das ist eine andere Tussi, aber egal. Naomi ist doch tot. Colonel. Dad heißt das. Oh, wo hast du die jetzt hergezogen? Das sind die speziellen Brotsträuße. Ja. Wer den fängt, der heiratet als nächstes. Nee, der stirbt als nächstes. Hat sie echt an ihrem Brautkleid einen Pistolenhalfter. Das ist so geil. Das hat halt Stil. Da ist noch eine Kugel im Lauf. Ja, genau. Bam. Man kann ja die Waffe auch nicht einfach runternehmen. Man muss gleich das Magazin rausnehmen. Das geht nicht anders. Going to walk me down the aisle. Sie vergibt ihm wirklich all das, was er getan hat. You're not angry anymore. Oh, I'm still mad. But now, you've got a chance to win me over. This is so schön. Jetzt muss nur noch Raiden um die Ecke kommen und ihm genau das Gleiche sagen, weil immerhin... Im Brautkleid. Das wird ihm passen. Im Brautkleid natürlich, das wäre gut. Weil ich meine, Raiden hat noch ein bisschen mehr Grund, jetzt noch wütend auf ihn zu sein. Immerhin knallt er seine Freundin, seine Verlobte. Das ist sehr ungünstig. Alter, hat die Schultern. Ja, das war eine richtige Kämpferin. Das finde ich aber ganz gut, dass es realistisch ist. Ich meine, ja, nicht, dass sie so... Die ist seit 20 Jahren Soldatin und Spezialeinheit und so. Also bei einem Hollywood-Film wäre das jetzt auch so eine zierliche Maus trotzdem, weißt du? So, die höchstens halt schlank ist, aber nicht so durchtrainiert. Ist jetzt der Altar wirklich nur außerhalb des Flugzeugs? Ja, das ist doch wunderschön. Muss man nicht so weit laufen, kurze Wege, spart Zeit. Und sie hat gar keinen Schleier. Ach, Schleier. Schleier ist doch immer das Schönste, Schleier. Na, Langschärpen. Oh, hast du dir immer vorgestellt, wie du aussiehst, wenn und du... eine Tiara. Und eine Tiara, ich bin eine Prinzessin. Mich in der Pistole, ey. Das ist so cool. Ja, wenn da jetzt was passiert, wenn da was schief geht. Aber schön, dass die beiden zumindest überlebt haben. So kitschig die Szene war mit der Schießerei, es ist Japano-Kitsch gewesen, das heißt, das ist okay. Die dürfen das. Oh, guck mal, Sunny ist auch da. Mit Sunflowers. Deswegen ist sie Sunny. Oh, es passt alles so gut.
Wenn ihr mehr von Sunny sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Dann spielen wir vielleicht irgendwann in nächster Zeit auch nochmal den Metal Gear Revengeance-Dingens, weil da ist Sunny ja eine der Hauptpersonen. Als Erwachsener dann. Mit Raiden in der Hauptrolle. Dann hat Fabian noch mehr Möglichkeiten, sich lustig zu machen. Warum über Sunny habe ich mich nie lustig gemacht? Aber wir sehen dann ununterbrochen Raiden. Immer. Aber das Spiel ist nicht so lang, das hat man in 6-7 Stunden durch. Wer ist eigentlich der Priester? Den kennt man nicht, oder? Doch. Achso, ist das Dings? Ja. Achso, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hallo. Hey. Go on. Do it. Kiss her! Oh. Wie macht man das? Just in time. Dragon. Okay. Und dann hab ich dich verwechselt. Ja, hast du. Oh, guck mal. Das ist aber cool, so ein Auto mit Camo. Oh! A shower of flowers, compliments of Drebin. Drinnen noch ein Ventilator steht. Nee, ist der Affe auf Kokain, der gerade mit dem Fächer da sitzt. Ah, natürlich! Die Tauben. Vogelgrippe für alle. Verliebt sie sich jetzt in den Straßenjungen, ne? Wahrscheinlich das erste andere Kind, was sie in ihrem Leben je trifft. Erstmal verstecken. Hinter Papa verstecken. Quasi Papa. Wie viel Wein haben die denn da? Oder was ist das? Shampoos? Sehr geil. Jetzt hat er den Affen einmal an Alkohol gewöhnt, jetzt wird er nie wieder aufhören. Da war Cola schon besser. Ich muss ihn von Zigaretten wegbringen. Hier, Wodka. Hier, nimm Wodka. Genau, nimm Kokain. Geht die Lunge nicht kaputt. Ja, wo ist denn jetzt Snake? Tot. Das ist wäre dabei, oder? Natürlich. Ach, Mayling wollte doch unbedingt heilen. Eigentlich hätte es Raiden kommen müssen und den Brautstrauß fangen. Ja, ich bin es. Where's Snake? Aha. Das fällt ihr jetzt auf, indem sie da schon eine Dreiviertelstunde stehen. That guy always keeps you waiting. Oh, das impliziert aber, dass er noch lebt. Wir müssen Eier machen. Ja. Du kannst das ja jetzt. Mach mal Eier für alle. Snake. Thank you. Dass du mein Töchterchen nicht geheiratet hast. Dann wäre sie nämlich ganz schnell wieder Witwe. Gut, das sieht jetzt nicht so gemütlich aus. Einfach random Zahlen über Gencode? Ja, man weiß es nicht. Man muss ja seinen Gencode ständig überwachen, weil das ist ja wichtig, der verändert sich ja so schnell. Lustig ist, der kann sich wirklich der Erstzeit entsprechend ändern. Ja, bei ihm ändert er sich eher der Todeszeit entsprechend. Das ist er ja gar nicht. Ist Raiden oder was? Jo. Ist aber jetzt Quatsch, ne? Weil in dem Spiel, was 10 Jahre später spielt, hat er das ja alles wieder. Raidens Sohn. Und Raidens Frau, die nicht mehr den Körner knallt. Was ist denn da los? Ach nö, da will ich auch nicht. Wer ist dieses Kind, was genauso aussieht wie ich? Ja, das ist ja irgendwie seltsam. Jack, how are you feeling? Ich mag gerade nicht. Geh weg. Do you mind if I sit down? Echt? Seine Freundin besucht ihn und er zickt jetzt rum? Ja gut, sie hat jetzt die letzten 10 Jahre mit dem Colonel rumgevögelt, oder die letzten 5 Jahre. Und damals hat sie ihn verraten und betrogen und alles. Ja, aber dann spricht man trotzdem. Also schreit zumindest. Und nicht,
Ja. Oh, du bist da. Ich wäre wahrscheinlich genauso, Fabian. Ich bin ja auch nicht so der Rumbrüller. Jack. Don't shut me out. I need you to listen to me. Ja, wenigstens zuhören, Carla. Komm. What do you want? Come to laugh at me. Was hat der für Klamotten an, ey? Das ist so albern. Look at the boy. Oh Mann. So ein bisschen Seemannskluft, ne? Ja, ja, das ist so, so Schuluniform halt, aber. Schulmädchenuniform. Schulmädchen, deswegen ja. Die, die Jungs haben doch meistens einfach ein Hemd und eine Krawatte an oder so, ne? In der japanischen Schule. War es Campbells Sohn? Nein. Dick, 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 dick. He's yours. I don't have any kids. Kann es nicht sein, dass sie das vielleicht besser weiß als du? He's your son. You said miscarriage. Siehst du, so eine ist sie nämlich. Erzählt ihm was von der Fehlgeburt. Jetzt kommt sie angeschissen mit dem Jungen. Ja, man kann ja Jack sagen, was man will, aber alle um ihn rum sind genauso große Arschlöcher wie Oedipus. Er gab nur vor ihr, natürlich. Der hat sie nie angefasst. Ja. Ja. Ehrliche Pflichten. Müssen wir warten. What? Du hast mich gar nicht mit dem 60 Jahre alten Greis betrogen? You didn't even tell Meryl. He sacrificed everything. Even his family. Oh, das finde ich aber einen schönen Twist. Ja, ist echt da, cool. Da kann ich sogar nicht mal drüber bullshitten. Nee. Nicht mal du kannst. Nicht mal ich. Das heißt was. Ja. I'm sorry, Jack. I wanted to tell you. Kann der Junge auch reden oder ist der ein bisschen doof? Mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Forrest Gump. John. Natürlich. Jack und John. Jack und John. Hallo. Konnichiwa. Plot-Twist, der Sohn kann nur Französisch. No! Bonjour! Little John. Little John. Oh. Big Jack and Little John. Wie wär's mit einer Ohrfeige? Ja. Erziehungsschelle! Bam, ich muss alles nachholen, weil ich die letzten 5 Jahre verpasst habe. Komm her! Scared of me, huh? Zu Recht, denn der Mann ist ein Massenmörder. I don't blame you. Ist aber schon seltsam, das wusste ich nicht mehr, dass sie ihm da diese Rüstung abgenommen haben, diese ganzen Cyborg-Teile. Okay. Weil die hat er ja ein paar Jahre später wieder alle da. Also in dem Spin-off. Er kann ja sogar wirklich reden. I think you're cool. Kind of like a comic book superhero. Hat er ein Schwert? Ja, ein Plastikschwert. Spielzeug. Du bist ja toll. Du findest deinen Papa cool. Na komm, dann geh mal hin. Guck, jetzt wird geknuddelt. Kannst du auch fliegen? Nein. Du bist ja uncool. I'm done running. So, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Damals, wie ich die 25 Leute zerhackt habe auf den einen Marktplatz. Oder die andere Geschichte, wo ich in dieser einen Gasse 8 Leute zerhackt habe. Wusstest du schon, wie ich deine Mutter kennengelernt habe? Ich habe da ziemlich viele Leute zerhackt. Erschossen. Und ich bin nackt durch einen langen Gang gelaufen. War ein großer Spaß. I'll never leave you alone again. Ach, jetzt sind sie eine glückliche Familie. Das ist so schön. Aber er hat nicht viele Gene von seiner Mutter, ne? Also die Haarfarbe ist exakt die gleiche wie von Papa. Das weichliche Gesicht auch. So, dann haben wir den jetzt auch noch geklärt. Also es ist praktisch niemand gestorben bei der ganzen Aktion, außer Naomi. Also nein, bei das war nur ein Klon. Sie lebt auch noch. Kommt jetzt plötzlich durch die Tür. Beauty and the Beast. Und ich bin die Schöne, hat er gesagt.
Don't say that. You're no beast. You're my husband. Aber ich muss sagen, ich finde das nicht schlecht dargestellt, wie groß seine Selbstzweifel und so immer sind. Ich meine, das zeigt eigentlich nur, wie man als Kindersoldat, als Erwachsener dann halt drauf ist. So. Also sich selbst als abscheulich empfinden und sowas. I'm going to do my very best. Wenn auch sehr plakativ hier, aber ich finde es schon gar nicht so schlecht. To be the wife and mother this family deserves. Also bleibt sie zu Hause, kocht, putzt. Das macht sie sehr gut. Wird erschossen, dass er Rache nehmen kann an ganz vielen Leuten. Und dann machen wir Spin-offs und Nachfolge. Das ist doch schön. Ich weiß gar nicht mehr, was mit seiner Familie war in Metal Gear. Ich habe das ja nur einmal vor 2 Jahren durchgespielt und schon wieder vergessen. Weil ja jetzt die Story zwar gut ist und so für Metal Gear-Verhältnisse, aber natürlich relativ eingeschränkt und klein, weil es so ein kurzes Spiel nur ist. Nur so ein Action-Schnetzler. Aber ich habe die Story von Devil May Cry von dem Neuen auch schon wieder vergessen, mehr oder weniger. Also so die Plotpoints, die einzelnen. Ich weiß kann noch, grob, mich an Nachrichtensprecher erinnern. Ja, ja, ich weiß noch, die Bosskämpfe weiß ich noch. Ja. Auch diese Abscheulichkeit unten. Oh, guck mal, der lebt auch noch. Mensch, die Schäde kenne ich ja irgendwoher. Woher denn? Sowohl vom Anfang des Spiels, als auch aus dem Menü. Menü. A patriot who saved the world. Wer damit wohl gemeint ist. Aber immerhin kann er noch gerade stehen. Nach der ganzen Mikrowellen-Action und der Prügelei. Ja. Ein Held steht zum Flammen des Krieges treu ergeben, ruht nun in Outer Heaven. Wer ist das jetzt? War has changed. Wir sprechen der Fallout-Reihe. Der heißt doch War Never Changes. There's one more thing I must do. Lungenkrebs. Ich dachte, er hat seine letzte Kippe geraucht. Ich check's nicht. Hat er nicht vorhin eine Folge vorher Riesengeschiss gemacht um seine letzte Kippe? Ja, da hat er gedacht, er stirbt. Er stirbt, ja. Jetzt, du hast alles überlebt, hier, kriegst eine Stange. Ja. Oh Mann. Ja, schlechte Gewohnheiten legt man nicht mehr ab wahrscheinlich. One last punishment I must endure. Und zwar erase my genes. Wipe this meme from the face of the earth. Aber er raucht sparsam, ne? Mhm. Ein Zug und dann wieder weg von das Ding. Is my final mission. Wie geht er jetzt auf den Friedhof Selbstmord? Seppuku. Naja, dann haben die Leute es nicht so weit, ihn da zu verbuddeln. Ja. Die musst du aber drin lassen, wenn du dich umbringen willst. Vor allem, um die Gene zu löschen. Wenn jetzt irgendjemand kommt, das Blut aufsammelt und ihn klont, geht der ganze Sieht man ja an seinem Papa, ne? Der wird seit 50 Jahren durch die Gegend gekarrt in irgendwelchen Aufbewahrungseinheiten. Der sollte sich lieber verbrennen oder so. In die Mikrowelle stellen. Das hat er schon versucht. Hat nicht funktioniert, er ist nur ein bisschen warm geworden. Ja. Aber nicht lang, war nicht lang genug drin. Ja, damit ist Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots zu Ende. Noch nicht. Ist zu Ende. Man kann an der Stelle jetzt abbrechen, da hat man alles gesehen. Aber ich denke, in Folge 50, da seht ihr dann alles, was jetzt noch kommt. Ich sage nur, Überraschungen, Überraschungen, Überraschungen. Beschlagen sich praktisch. Plot Twists. Wuhu, bis dann. Tschüss.